So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir uns ein paar Dinge noch gesucht, die wir, oder geholt, die wir bisher übersehen haben. Und ja, jetzt haben wir dieses Mal noch hier eine neue Quest in Kakariko gefunden. Jetzt war ich mir gerade kurz nicht mehr sicher, ob wir wirklich in Kakariko sind. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ja, wir müssen 10 Hühner sammeln. Das ist kein Huhn. Du bist kein Huhn. Du sahst aber aus dem Augenwinkel aus wie eins. Vielleicht solltest du deine Kleidungswahl überdenken. Da ist eins. Ah, die sind ein bisschen mehr orange. Zumindest auf der Rückseite. Von vorne jetzt nicht unbedingt. Was? Ja, nein, ich will jetzt keine Kleider. Meine Hühner allein. Muss ich... Er hat jetzt aber erkannt, dass vier da sind. Oder muss ich ihm das so irgendwie geben? Das war das Falsche. Moment. Muss ich das jetzt so in die Hand drücken? Nein. Ja, jetzt sind es nur noch drei. Ja, gib ja her. Ich will dich nicht ansprechen, ich will das blöde Huhn mitnehmen. Nicht sprechen. Sag mal. Willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt kann ich das blöde Huhn nicht mehr einsammeln da unten. Ich will nicht mit dir sprechen, ich will das Huhn. Oh Mann ey. Na gut. Sammeln wir zuerst die anderen Hühner. Da wollen wir jetzt nicht da lang, da komme ich auch nicht her, oder? Das war. Da meine ich. Da habe ich noch gar nicht hingeguckt. Was ist denn da hinten? Da geht's offensichtlich aus Kakariko raus, aber wohin? Ach, da ist eine kleine Aussichtsplattform. Sonst nichts? Was ist das hier? Oh, ein Eisenhammer. Ja, den nehme ich mal mit, warum nicht? Der ist ganz nett für Erz und sowas. Ja, da muss ich schon noch hin, sonst ist das. Was ist eigentlich das da hinten? Ich weiß immer noch nicht, was da fliegt. Ist das vielleicht der Wächter? Nicht Wächter. Oder heißen die auch Wächter? Nein, kein Wächter. Einer von den Titanen. Das wäre möglich, oder? Der fliegt ja dann vermutlich. Und was ist das hier? Ist das nur Deko hier? Oder hat das irgendwas zu bedeuten? Keine Ahnung. Naja. Suchen wir weiter Hühner. Jetzt wird es wieder gespeichert, weil wir wieder in Kakariko sind. Ich kann gerade echt nicht mehr sprechen. Und denken fällt mir auch zunehmend schwer. Ich sollte dringend schlafen, glaube ich eigentlich. Ja, was ist denn jetzt mit dir? Ja, ich weiß doch. Ach, das ist wieder da drin? Was? Oh, Tatsache. Das Huhn ist zurück in den Stall gerannt. Wie auch immer es das getan hat. Naja. Ja doch, deine Hühnerlein. So, jetzt sind es 5. In den Läden sind garantiert keine. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Hier bin ich ja noch gar nicht lang gegangen, glaube ich. So, was aber auch. Was ist das hier? Melos Pflaumengarten. Betreten verboten. Wer ist Melo? Bist du Melo? Das ist Melo. Du magst auch keine Pfeile, oder? Nein, schade. Versuch was wert. Da war ich noch nicht drin. Hier ist auch niemand. Naja, Versuch was wert. Habe ich hier nicht gerade eben eigentlich noch irgendwo einen Huhn gesehen? Was da oben? Ich habe doch gerade hier irgendwo einen Huhn gesehen, meine ich. Ja, da ist eins. Aber ich weiß nicht, ob das das war, was ich gesehen habe. Da ist noch eins, das habe ich gesehen. Immer diese Hühner.
Ein Rüstpilz. Rüstungspilz. Wie nennen sie den noch? Ich hab's vergessen. Voll. Noch eins. Rüstpilz, oder? Rüstling. Rüstling hießen die. Jawohl, okay. Achso, da drin war ja das Huhn. da komme ich hinten vorbei, oder? Gott, das war knapp. Jetzt wäre ich beinahe mit dem Huhn abgestürzt. Das hat er mir aber übel genommen, glaube ich. Wie viel sind es jetzt? 6? 7? Ja, 7. Okay. Komm, jetzt beruhig dich mal ein bisschen. Du hast schon wieder 7 Hühner. Oh, Moment, sollte ich nicht abends zu dem Karottenmenschen gehen? Fällt mir gerade so ein. Da war doch was. Das ist er nicht. Da hinten irgendwo. Oh, was ist, glitzert da? Eine Fackel. Ja, du warst das. Norbis, Norbis. Meine Frau kocht die besten Abwehrgerichte der Welt. Und sie siebt immer reichlich Rüstungskürbis hinein. Okay, ich bin wahrscheinlich zu spät dran. Nein, das ist der falsche, oder? Hier war er irgendwo. Wo ist der jetzt? Im Haus? Ist das überhaupt das Haus? Ja, nein, das ist... Wer ist Nana? Ich war gar nicht auf deinen Besuch vorbereitet. Was kann ich denn für dich tun? Und zwar... Ein wahres Genie, das mit Prinzessin Zelda am Chica-Stein geforscht hat und östlich von hier in Hateno lebt. Aber die Sache ist die, Genie und Wahnsinn liegen oft nah beieinander. Okay, Bogen? Der interessiert dich gar nicht? Ich ziele auf dich. Ich ziehe wahnsinnig? Verwirrte alte Dame. Nicht so verwirrt wie ich, aber schon ziemlich verwirrt. Dieses Dorf ist so hübsch. Oh, Huhn. Huhn. Es ruckelt irgendwie immer ein bisschen, sobald man mit dem Huhn durch die Gegend rennt. Und dann aber irgendwas macht. So wie springt oder sowas. Nein, nicht immer, aber manchmal. Nein, auf mit dir. Ja, dann halt nicht. Wenn man fliegt, kommt man schneller voran, als wenn man geht. So. Jetzt sind es 8. 2 fehlen noch. Beim Schrein oben könnte vielleicht noch... Ich glaube, da Richtung Schrein hoch war noch eins. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da. Sage ich ja. Damit kann ich mich schön in die Tiefe stürzen. Wo ist er denn? Da ist er ja. Ja, langsam runter und absetzen. Dann fehlt noch eins. Ich weiß ja nicht, aber die Hühner können ja einfach hochlatschen. Und dann hier raus. Das ist vielleicht nicht der intelligenteste Weg. Oder das intelligenteste Haus, was du dir jemals irgendwie gebaut hast. Der hat echt einen Hühnerstall im Haus. Huch, was ist denn mit dir los? Halt, lass mich aus. Wer rennt da so? Halt, mach langsam. Simba, wer ist Simba? Ui, es ist schon ganz dunkel. Ich muss schleunigst nach Hause, sonst meckert die Großmutter. Ist das die von den zwei Früchtchen? Ich glaube schon. Was habe ich jetzt gesagt? Ein Huhn fehlt noch? Ist wahrscheinlich da oben irgendwo am Eingang. Hat die nicht mal ein eigenes Bett? Früher bin ich nachts oft draußen spazieren gegangen und habe Glühwürmchen in den Händen gefangen. Die sind so scheu, dass man sich ganz langsam bewegen muss. Aber in letzter Zeit reibe ich mir in der Nähe, es reiben sich in der Nähe das Dorf so viele Monster rum. Angeblich sind das sogar Jäger. Das haben sie mir gesagt, ich soll nachts im Haus bleiben. Mann, ist das langweilig. Willst du Glühwürmchen? Schleichwürmchen, das kann ich doch bestimmt nicht annehmen. Kann ich das dir ablegen? Abbrechen, ablegen? Weit weg? Nee? Na gut. Ja, ist ja gut.
Nein, nimm das. Fuck, jetzt ist es weg. So war das nicht gedacht. Na gut. Irgendwo fehlt noch ein Huhn. Das wird ja wohl nicht. Das Sterne aus Saphiren. Ne, und Saphire. Ach, was weiß ich, was er gerade gesagt hat. Das wird ja wohl nicht aus dem Dorf raus sein, oder? Ich glaube, warte mal, ich glaube, ich bis morgens. Oder ich warte mal kurz bis abends. Dann kann ich zu dem Mann da. Zu dem Karottentypi. Da ist wieder dieses merkwürdige Feuerknistern. Was wollte ich sagen? Irgendwas mit. Na egal. Dieses komische Knistern. Was ich nur auf einem Ohr höre. Das ist falsch. Ich sollte bis mittags warten. Dann habe ich noch Zeit, das eine Huhn zu finden und dann wird's Abend. Boah, dieses Knistern macht mich wahnsinnig. Huch! Ach nö. Das kann ich überspringen, okay. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Okay, Blutmond. Es regnet. Wieso brennt dein Holz noch? Das geht bestimmt gleich aus. Naja. Okay, Hühner. Ein Huhn fehlt noch. Wo ist das letzte Huhn? Ups. Das will kaum bei Impa sein, oder? Nicht, dass sie sich auf irgendwelchen Haustüchern rumtreiben. Na, hoch mit dir. Du schaffst das. Hoch mit dir. Geht doch. Hübsch hier. Was ist... Ist das? Ach, eine Schleichschnecke. Und da sind noch zwei. Ja, wenn die schon mal da so rumliegen. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht gerade eben, als ich Hühner gesucht habe, oder? Da könnte noch irgendwo eins gewesen sein. Schätze ich mal. Nicht? Keine Hühner hier? Das ist jetzt aber merkwürdig. Wo geht's eigentlich hier lang? Oh, die Straße weiter und da hört die Straße einfach auf. Merkwürdig. Ist hier irgendwo ein Spiel? Das hört sich so an. Und wo ist das letzte Huhn? Oh, was steht da für ein Bogen? Oh, ein Holzbogen. Naja, simpler Holzbogen zur Jagd auf kleineres Wild. Wer damit gegen Monster kämpft, ist entweder extrem mutig oder extrem dumm. Vermutlich letzteres. Warum lässt Link den einfach mitgehen? Ich kann ihn aber auch nicht einfach wieder zurückstellen, der verschwindet doch dann. Garantiert. Wo ist das letzte Huhn? Auf eine Glocke? Nein, das. Doch, das ist eine Glocke, oder? Nein, das ist nur ein Holzding. Schade, ich dachte, ich kann mit einem Pfeil die Glocke läuten. Hm. Das Wetter ist gerade ziemlich bescheiden, würde ich mal sagen. Hauptsache, die rennen weiterhin auf ihren Feldern rum. Das ist eine Fackel. Hm. Wo finde ich das letzte Huhn? Vielleicht da oben. Nein, ich will jetzt nicht wieder spielen. Das Feuer brennt immer noch. Ich würde gerne mal da hoch, aber dazu muss ich warten, bis es wieder. Bis das Wetter wieder besser ist, glaube ich. Ich bezweifle. Ah, wobei. Nein! Ja, vielleicht kriege ich das hin. Das muss ich nochmal ausprobieren. Jetzt müsste eh gleich das Wetter besser werden, nehme ich an. Oder erst um 16 Uhr. Na, ja, erst um 16 Uhr, wie es aussieht. Nein. Ja, da wollte ich doch gar nicht hin. Mist. Ich wette, da oben ist ein Huhn. Wäre ich auch 15:30 Uhr?
Nein, 16 Uhr, okay. Was glitzert da? Eine Route, das war nur die Route. Oh, da unten glitzert noch was. Ist vielleicht in der Wasser ein Reiseschwert? Oh, ist da was? Nein, okay, schade. Was will ich mit einem Reiseschwert? Das war... jetzt nicht so toll. Naja, ich rüste mal aus. Komme ich jetzt hier eigentlich noch raus? Oh, ach, da war ein Apfel. Na, nimm das Ding. 16 Uhr, jetzt hört der Regen gleich wieder auf. Dann kann ich jetzt nochmal versuchen, da hinten hochzukommen. Was wer immer sie anbaut, scheint sie liebevoll zu hegen und zu pflegen, ja. Das glaube ich auch. Wundert mich aber ein bisschen, dass derjenige nur so wenige davon anbaut. Das glitzert? Ach ja. Das brauche ich nicht. So, jetzt will ich mal da hoch. Da könnte sich super noch ein Huhn verstecken. Auch wenn ich nicht weiß, wie das Huhn da hinkommen sollte. Ist das? Nein, das war nur ein heller Baum. Hätte von weiter weg auch ein Huhn sein können. Schön hier oben. Aber ich glaube, das führt mich auch nicht weiter. Eigentlich bin ich doch jetzt das ganze Dorf abgelaufen, oder? Wo ist dieses blöde letzte Huhn? Oder habe ich schon alle? Ich bin nur zu blöd. Oh. Oh, da komme ich doch hier. Ausdauerlinge. Unter Impas Haus. Ach, kann ich vielleicht unter Häusern noch nach Hühnern suchen? Hm. Versuch wär's wert. Weißt du vielleicht was? Nein. Ja, den Schrein habe ich gesehen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich habe sie sogar gesehen. Also ich habe sie sogar selbst gesehen. Wieso gibt es da oben zwei so Dinge, als ob man da hochklettern könnte? Da ist bestimmt noch was. Sag mal, ich habe doch alle Hühner, oder? Das muss doch so sein. Hier sind halt keine mehr. Was macht hier solche Geräusche? Achso, das war der Maler. Hallo. Nur 9. Wo ist das letzte Huhn? Oh? Nicht, dass das auf einem Baum sitzt, aber da oben ist ein Nest, glaube ich. Ein Ei. Ein frisches Ei, das sich auf den Vogelnestern oder Baumkronen findet. Es ist sehr nahrhaft und eignet sich hervorragend zum Kochen. Okay, haben wir einfach mal einem Vogel sein Gelege geklaut. Ein bisschen gemein. In den Bäumen hier sehe ich auch nichts eigentlich. Wo könnte sich noch ein Huhn verstecken? Da ist nichts. Da hinten war ich schon. Wo ist jetzt der Karottentyp eigentlich? Die Zeit wäre perfekt. Ist doch eindeutig Abend. Ich sehe den. Ach, da hinten. Nee, das ist nicht der, oder? Nelo? Ach so, er mag nur keine Karotten. So ehrpusselig sein müssen. Wo ist denn der andere? Da im Haus?
Nein, da ist nur Nana. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. So groß ist das Dorf doch gar nicht. Ist das da oben drin vielleicht? Nein? Okay. Das sind die zwei. Das funktioniert einfach nicht so richtig. Die wohnen da, oder? Ja, ich vermute mal. Wo ist jetzt der Typ mit den Karotten? Ach, da ist er ja wieder. Ich habe ihn gerade gesehen. Da hab ich's. Was machst du hier mitten in der Nacht? Ich verrate dir was. Eine gute Verteidigung braucht starke Beine. Daher renne ich jede Nacht. Schließlich ist die geheime Kunst der Verteidigung nur durch unablässiges Training erlernt. Geheime Kunst? In dem Schrein da oben war ich schon drin. Seit langer Zeit wird ein Schrein in diesem Dorf Meister der... wird in einem Schrein ein Meister der Schwertkunst verehrt. Das heißt, dass man die geheime Kunst der Verteidigung lernt, wenn man seine Prüfung besteht. Allerdings weiß niemand so genau, was das für eine Prüfung ist. Wie dem auch sei, ich trainiere immer so hart ich kann, damit ich bereit bin, mich jederzeit dieser Prüfung zu stellen. Aha. Keine Hühner. Wer war hier drin? Niemand. Kann es sein, dass die Hühner auch in Häusern sind? Eigentlich nicht, oder? Das wäre ein ziemlich seltsames Verhalten für solche normalen Hühner. Hallo, hast du einen Huhn? Wieso mag die keine Bögen? Ich verstehe es nicht. Ach, hör mal. Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, du bist ein Meister in den Bogen, mit dem Bogen, oder? Nichts bringt mein Blut so in Wallung wie gute Bogenschützen. Das ist doch die. Wie wär's? Zeigst du mir, wie gut du mit dem Bogen umgehen kannst? Natürlich. Prima, du musst einfach nur die Laterne bei der Statue der Göttin anzünden. Statue der Göttin? Dabei. Ich freue mich schon mal. Ich habe keine Feuerpfeile, oder? Moment. Nein. Aber vielleicht kann ich einen normalen Pfeil anzünden. Es regnet ja nicht mehr. So, Laterne. Ja, da hat's eine Fackel. Hier. Ach, alle Laternen? Das wird ein bisschen schwer. Oder hat sie die Laterne... Sie hat doch die Laterne gesagt, oder nicht? Nein, wird schon passen. So. Oh, mein Bogen zerbricht gleich. Mist. Ja, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ja, es sind nur... vier. Sah noch mehr aus irgendwie. Das ist jetzt nicht sonderlich viel... Na, nimm das Ding. Hallo? Nicht sonderlich viel Aufwand irgendwie. So, und der letzte Pfeil. Da, ein neuer Eintrag. Der brennende Pfeil, Tagebuch öffnen. Ja. Toll. Jetzt habe ich keinen Bogen mehr. Danke. Nur die Billigbögen. Mein guter Bogen. Gustav. Angriff ist die beste Verteidigung. Kannst gut mit einem Schwert umgehen? Bringen wir was bei. Aha. Der erste Schritt, um den großen Ritter näher zu kommen. Wir Schika zeichnen uns sowohl in geistigen Disziplinen als auch beim Kämpfen aus. So manche geheime Technik wird von einer Generation an die nächste weitergegeben. Ich kann nicht alles lernen, aber ein paar Tricks gebe ich dir gerne mit auf den Weg. Zielerfassung, Sprungattacke, Überfall, Überfall? Was ist das für ein verschämter Blick? Der Überfall ist eine ehrenhafte Kampftechnik. Man schleicht sich von hinten an den Gegner ran und er sich versieht, zack, am besten man nennt sich geduckt. Entfernt er sich nicht verteidigt, erleidet schweren Schaden. Geduckt? Ja, das ist klar. Ich weiß, wie man sich duckt. Nein. Okay. Ich war schon drin. Na gut. Ich weiß trotzdem noch nicht, wo das letzte Huhn ist, aber immerhin kann ich die Quest hier abschließen. Hey du.
Ich hab dir zugesehen. Du hast richtig was drauf. Da habe ich lange Zeit mal wieder Katzklopfen gekriegt. Mann ist auch ein meisterlicher Bogenschütze. Aber im Moment gehen wir uns aus den gewissen Gründen aus dem Weg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Gefühl noch einmal spüren würde. Hui, ist das plötzlich heiß hier. Ich bin dir dankbar, dass ich das mit ansehen durfte. Hier, für dich. 20 rote Rubine. Naja, 20 Rubine, ein roter Rubin. Ach, hätte er doch nicht auf Hühner umgesattelt, sondern weiter mit dem Bogen geübt. Hast du vielleicht ein Huhn? Hast du ein Huhn hier? Du weißt nicht zufällig, wo ich das letzte Huhn finden kann. Nein. Ich hätte gern 5 Feuerpfeile, aber die sind zu teuer. Ich habe doch gerade kein Geld mehr. Verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Wo kann sich denn noch ein Huhn verstecken? Kaum im Wasser. Das wäre ein seltsames Verhalten für Hühner. Topfdeckel brauche ich nicht. Hier oben ist auch nichts. Wo ist dieses blöde Huhn? Mist. Da muss doch das sein, was da hinten bei dem Typ vorhin noch so rumgerannt ist. Vielleicht habe ich das einfach übersehen. Wo ist das? Ist das vielleicht raus? Wir reiten jetzt hier irgendwo rum. Vielleicht hier hinten? Aber da bin ich ja eigentlich schon als Kakerlake raus, oder? Da hört die Musik auf. Das kann auch nicht sein. Muss ich da nicht? Nein, das ist die falsche Richtung. Ich muss als nächstes da runter. Keine Hühner hier. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich höre die ganze Zeit die Hühner da oben und denke immer, ich hätte es gefunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier sind 9 Hühner. Ein Huhn fehlt. Was ist mit dem letzten Huhn passiert? Nicht, dass das unterwegs gestorben ist irgendwo. Das wäre jetzt ziemlich ungünstig für mich. Da unten ist es nicht. Rennt das vielleicht bei ihm auf dem Dach rum? Nee. Da! Das rennt wirklich auf dem Dach rum. So ein dämliches Drecksvieh. was? Dass ich das die ganze Zeit übersehen habe. Das war doch eigentlich voll offensichtlich. Direkt gegenüber. So. Alle Hühner. Wo bist du? Ich hab deine Hühner zu. Wieso ist der nicht hier? Wo ist der? Hä? Wohin verpuffen die ganzen Dorfbewohner bei Nacht? Es ist mir ein Rätsel. Steht dazu was im Tagebuch? Das ist nicht das Tagebuch, das war das Tagebuch. Das soll ich gerade schnell mitteilen, damit er sich keine Sorgen mehr machen muss. Ja, würde ich gerne, aber ich weiß nicht, wo er ist. Du bist nicht Kados, du bist Narbis. Du bist auch nicht Kados, du bist Kado. Wer bist du? Gustin? Gustin? Keine Ahnung. Wird ein Franzose sein. Gustin? Der muss doch in dem Haus da drüben wohnen. Alles andere wäre recht seltsam. Sonst setze ich mir jetzt gleich in irgendein Lagerfeuer und warte ab. Was da drin ist, denn nicht. Ist da überhaupt jemand bei Nacht?
Tatsache, die ist wirklich hier und stand 24. Was? Gute Abend. Ach, guten Abend. Ich habe gute Arbeit gelesen. War kurz verwirrt. Vielleicht hier? Süß. Da ist Dorian. Das sind meine Kinder. Priko und Coco. Ihre Mutter wurde ein Opfer der Jäger. Seitdem kümmert sich Coco rührend um die kleine Priko. Und ich? Wäre ich nur nicht so feige. Wieso? Okay. So feige, warum? Naja. Es wird schon wieder Tag. Ich weiß aber immer noch nicht, wo der ist. Naja, ich kann jetzt ja auch noch bis morgens warten. Hier dieses Geräusch. Das macht mich wahnsinnig. Ich höre es nur auf dem rechten Ohr. Oder fast nur auf dem rechten Ohr. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob das an meinem Aufnahmesystem hier liegt. Was ja ein bisschen... Der ist immer noch nicht da. Ein bisschen, ja, nicht perfekt ist. Keine Ahnung, ob es daran vielleicht liegen kann. Ich sollte bis mittags warten. Das wird beim Schlafen gesagt. Warten wir mal bis mittags. Und schon wieder das komische Geräusch. Das kommt echt, ich glaube, minimal versetzt links und rechts an. Deswegen klingt das so, als ob es ganz leicht rechts wäre, also irgendwie in meinem Kopf. Das ist richtig seltsam. Link, die Hühner. Meine süßen Hühner. Sie sind alle wieder da. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Bitte nimm dieses kleine Geschenk an, du hast es dir mehr als verdient. 50 Rubine, der ist spendabel als seine Frau. Das gibt mir Kraft und erfüllt mich mit neuer Zuversicht. Ach, würde meine Frau doch auch wie diese Hühner wieder nach Hause zurückkehren. Entwischte Hühner, geschafft. Bar. Also bei den Hühnern muss ich nachhelfen. Muss ich auch bei seiner Frau nachhelfen? Mist. Kann ich bei seiner Frau überhaupt nachhelfen? Ich gucke einfach mal. Vielleicht kann ich mit ihr reden. Hey. Nein. Nein, nein, nicht nein. Nein. Ich habe aber gerade ein paar Schleichglöckchen vielleicht. Komm, ich verkaufe dir mal 8 Schleichglöckchen. Ja. Danke. So. Dass es sich auch mal freut. Nein, raus hier. Dann spreche ich vielleicht... Ich spreche mal mit Impas Buch. Das ist eine super Idee. Sprech mal mit Impas Buch, Link. So, steht da jetzt was Neues drin? Zur ersten Seite? Ja. Das kenne ich schon. Einmal hast du uns darauf gekommen, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern, dich schon mal gesehen zu haben. Er sucht die Quelle einer großen Wehe, aber damit wohl die Schutzkönigin unseres Dorfes meint. Er darf nicht erfahren, dass ihn der zweifache Vater. Ah, das ist Dingens. Der, ja, okay, ich weiß. Ich habe ihn verlassen, aber seine starke Arbeit, das weiß ich auch. Tag für Tag stehe ich vor unserem Laden, spreche Leute an. Eigentlich keine schlechte Arbeit. Am Abend tun mir die Füße weh, aber das liegt der Glühwürmchen. Da mutet mich am nächsten Tag weiterzumachen. In letzter Zeit jedoch ist es gefährlich und alle sagen mir, ich soll nachts nicht mehr draußen gehen. Aha. Ja. Ich will nicht zurückblättern. Ich brauche dieses Juwel. Ich weiß auch, wo es hingehört. Wie geht es euch? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Dieses Juwel. Dieses Juwel hat eure Neugier geweckt. Ist die Aufgabe unseres Stammes, es zu beschützen. Dem Juwel vom Juwel auserwählt wird der Segen der Alten gewährt. Das war nicht das, was da stand. Egal. Diesen Leitsatz gibt bei uns jede Mutter an ihrer Tochter weiter, zusammen mit dem Juwel selbst. Es ist sozusagen unser Familienschatz. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Dem vom Juwel auserwählten könnte das vielleicht... Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann, zögert nicht, an mich heranzutreten.
Nee. Nee, danke. Vielleicht werde ich ja vom Juwel auserwählt. Nicht sprechen, ich will das Juwel anfassen. Wie komme ich jetzt? Ich komme da nicht hin. So. Ich darf es nicht berühren. Darf ich denn was anderes damit? Sorry. Vielleicht mit dem Magnetmodul? Es ist nicht magnetisch scheinbar. Stasis-Modul? Das funktioniert. Bringt mir aber nichts. Und jetzt? Nö. Nee. Ich habe das jetzt nur noch als Grün-Modul, aber das wird mir hier drin nichts bringen. Lass mich hier raus. Schönes Bild. Kann ich mit dir vielleicht über das Juwel sprechen? Du bist immer noch hier. Der Shika-Stein ist der einzige Hinweis auf Garn und den Zelda dir hinterlassen hat. Aber du scheinst seine Kraft noch nicht vollständig nutzen zu können. Du solltest schleunig nach Hateno eilen. Alles klar. Zelda kämpft bis zum heutigen Tage allein mit Garnon. Niemand außer dir kann Zelda retten, kann Hyrule retten. Bitte brich so schnell wie möglich auf. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir machen uns in der nächsten Folge auf nach Hateno. Bis dahin, tschüss.